entsprechenden Roboter kennenzulernen heute Abend. Ich stelle ihn euch auch persönlich gerne vor. Servus. Hallo, servus. Sind Sie aus Österreich? Ja, klar. Ja, red ich zu schnell? Nein, das geht schon. Geht schon. Jo. Dann stelle ich Ihnen mal eine ganz schwierige Frage. Thomas Cook, berühmter Weltumsegler, machte 3 große Touren. Auf einer dieser Touren verstarb er. War es die erste, die zweite oder die dritte? Nach den kommenden 4,5 Stunden wird keiner von Ihnen den Saal so verlassen, wie er gekommen ist. Vielleicht, wenn du auf mein Zeichen gleich nur mal kurz aufspringst und dann mal so ein Quizshow-Hauptgewinn 1 Million Mark juhu ausstößt, ja? Wenn wir es gerade noch mal ganz kurz mit Frank trainieren können. Haben wir noch mal einen Spot für Frank? Super, Frank, genau. Beine auseinanderschlagen, dass du nicht hinfällst beim Aufspringen. Auf 3, Frank, ja, gib alles. Und Frank, denk dran, wenn du aufspringst, der Stuhl klappt hoch. Okay, und Sie machen ihm bitte richtig Mut, ja? Zählen Sie bitte alle mit, auf 3. 1, 2, 3. Ja, Frank! Ja, super! Fantastisch, völlig begeistert. Endlich mal eine intelligente, hochwertige Unterhaltung. Und was mir auch gut gefallen hat, ist, dass eigentlich jeder was mitnimmt. Einfach alle Gegenstände bitte in der richtigen Reihenfolge merken. Los geht's. Ein Würfel. Eine Bierdose. Leckerchen. Eine Fliegenklatsche. Ein Geldschein. Brieftasche. Ein Feuerwehrhelm. Ein Kaninchen. Ein Kartenspiel. Ein Putzhandschuh. Milch. Strohhalm. Ein Kleiderbügel. Ein Boomerang und eine Dose Fisch. Einfach, oder? Frank. Wir wollen aus Ihnen Gedächtniskünstler machen. Wie gelingt das? Diese Gegenstände einzeln sind schwer zu merken. Man muss sie merkwürdig bringen. In eine Reihenfolge, in eine kleine Geschichte. Dann können Sie jetzt trainieren, bis Sie in der Lage sind, Stahl zu verbiegen. Kleiderbügel aus purem Stahl. Erinnern Sie jetzt an die Form des Bumerangs. Mit dem Bumerang erlegt man wilde Tiere. Und was erjagen Sie heute? Ha! Fliegende Fische! Das ist unsere Memo-Geschichte. Der Bügel wird verbogen, der dann aussieht wie ein Bumerang. Beziehungsweise die Idee liefert für den Bumerang. Und damit muss man ja irgendwas erlegen. Und dann kommt eine Dose Fisch. Yeah. Super! Hervorragend! Super! Das ist ja wirklich Gymnastik fürs Gehirn, ne? Was fanden Sie am besten? Ach, das kann ich eigentlich so gar nicht sagen. Also beeindruckt hat mich natürlich der Mathematiker. Da denkt man, was sind das für Menschen, die sowas können? Ich kann nämlich zu jedem Datum, das Sie mir nennen, den zugehörigen Wochentag berechnen. Wer weiß noch eins? 4. Oktober? 79. Donnerstag. Ja, oder Sie nehmen diese 4 Zahlen. Oder diese 4, oder diese 4, oder diese 4. Und nur noch eine Kombination zum Schluss. Heute Abend das magische Quadrat für Ihre Zahl sogar so berechnet, dass wir noch die 4 Zahlen in den 4 Eckfeldern zusammenzählen können. Die 14 und die 21 gibt 35, plus 23 gibt 58, plus 29 gibt es auch 87. Ein magisches Quadrat für die von Ihnen gewünschte Zahl 87. Vielen Dank fürs Mitrechnen. Dankeschön. Und ich lasse mich nicht lumpen, ich lese noch einen drauf. Felix, was brauchen wir denn noch? Ich lege drauf ein Originalset Allgäuer Almschelmen. Wow! Mensch, Felix, die habe ich noch nie im Handel gesehen. Tja, Eckart, sei froh. Was kann man denn eigentlich mit einem Original-Set Allgäuer Almschelmen alles machen? Tja, Eckart, ich habe keine Ahnung. Also, das ist für mich Unterhaltung pur, die den Geist anregt, die Emotionen anspricht. Und der Mix hat mir auch sehr gut gefallen aus den unterschiedlichen Elementen. Von daher sicherlich beeindruckend, erst rückwärts etwas präsentieren, um es dann vorwärts eigentlich so real verständlich zu machen. Lo.
Fischersfritze fischt frische Fische. Es irfsra Schiff, 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 Schirf, Schiff, Schirf, Schiff, es irfsra Schiff. Strev, Irlam hot Gas, ihn. Nie, ho, sag, noch mal rückwärts. Fischersfritze, Fisch, Frische, Fische, Frische, Fische, 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 Fisch, Fischersfritze. Schiff, 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 es irfsra Schiff. Toll. Nur ganz. Das war ein absolutes Phänomen. Gerade für mich als Blondine. Das menschliche Gehirn. Die komplexeste Struktur im Universum, die wir kennen. Und seien wir ehrlich, so richtig sexy sieht es ja nicht aus. Auseinandergebreitet wären das hier über 4 DIN A4-Seiten. Man bekäme es aber nie wieder in diese Originalform zurück. Ein Phänomen, was wir alle kennen, vom Falkstadtplan. Was mir auch gefallen hat, war, dass die Witze und der Humor nicht platt und peinlich waren, sondern ich habe wirklich richtig herzhaft lachen müssen. Richtig einfach gute Unterhaltung. Ich habe furchtbar viel Spaß heute Abend gehabt. So. Musik. Der ist doch gut. Wie sind Sie jetzt auf Think Theater aufmerksam geworden? Ja, also meine Schwiegereltern haben die Cannes im Radio gewonnen und konnten mich... Aus juristischen Gründen ist es wichtig, dass Sie mit der Operation einverstanden sind. Ja, danke. Und egal, was passiert im Showbiz, Regel Nummer 1, immer lächeln. Ja, sehr schön. Ja, meine Damen und Herren, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Kai Eickermann. So. Na, einige von Ihnen werden schon geahnt haben, dass ich nicht heute Abend das Versuchskaninchen war, sondern dass wir mit Ihnen ein Experiment zum Thema Täuschung und Wahrnehmung durchgeführt haben. Es ist nicht alles so, wie es scheint. Ich denke, darin liegt auch ein Stück Hoffnung. Ich möchte Sie noch herzlich bitten, diesen Teil der Geschichte nicht weiter zu erzählen, damit auch unsere zukünftigen Zuschauer ihre ganz persönliche Enttäuschung erleben können. Ja, und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Danke. Ich habe es schon zum zweiten Mal gesehen und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und gerade der Gag, der am Schluss halt dann kommt, dass eben der Publikumsgast halt auf einmal dann doch zum Team gehört, wenn man den dann beim zweiten Mal verfolgt und dann eben auch darauf achtet, was der nun alles schauspielerisch bringt, merkt man ganz besonders, wie gut es einstudiert ist und dass es eben sehr, sehr gut gespielt ist.